Meine Lieben, ich bin wieder da mit einem kleinen Video, endlich mal wieder. Und zwar ist es diesmal mal wieder ein Tauschvideo. Ich habe ein kleines Tauschpäckchen gemacht mit der lieben Annemarie. Sie hat mich über Facebook angeschrieben. Ja. Und daraus ist jetzt ein kleines Tauschpäckchen geworden. Wir haben so einen Wert von 10 Euro festgelegt. Also, ja, mal schauen. Also, ihr Paket ist auch fast fertig. Ich musste eigentlich fast nur das Selbstgemachte noch mit reintun. Aber ich wollte auch auf jeden Fall erstmal abwarten, was bei ihr so drin ist und ob sie nicht den Wert zu hoch gelegt hat, weil dann müsste ich auch noch was reintun bei mir. Ja, und dann bin ich erstmal sehr gespannt. Ich zeige euch erstmal das Paket. Ich habe noch nichts gemacht an dem Paket. So sieht es aus. Es ist ein relativ großes Päckchen geworden. Also, ja. Ja, viel sehen tut ihr leider nicht. Wie gesagt, ich wollte euch dieses Papier zeigen, weil sie das extra nur so schön in Geschenkpapier eingepackt hat. Und das wollte ich euch unbedingt zeigen. Und ja, ich packe das jetzt mal hinter der Kamera aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt endlich aufgekriegt. Das war echt ein heikles Thema mit dem Aufmachen. Es war überhaupt nicht einfach, das aufzukriegen. Ich habe das hier auch an der Seite ein bisschen kaputt gemacht, weil ich nicht wusste, wo es aufgeht. Also. Hängt gerade die Kamera mit dem Stativ zusammen. So. Das Paket hing mit dem Stativ zusammen. So. Ihr seht hier oben die Post. Die lese ich jetzt als erstes erstmal alleine. Sie schreibt mir auch gerade ihren Kanal. Ich wusste noch nicht, dass sie einen Kanal hat, glaube ich zumindest. Ich glaube, darüber hatten wir noch nicht geschrieben. Und ihr Kanal heißt Pananas. Ich werde euch den auf jeden Fall auch in der Infobox unten verlinken. Wenn ich dran denke, wenn ich nicht dran denken sollte, bitte gebt mir doch Bescheid, dann werde ich es noch nachholen. Ja, natürlich lese ich nicht deinen Brief vor der Kamera vor. Das mache ich grundsätzlich nicht. Ich werde bestimmt viel Freude haben mit dem Auspacken und auch natürlich mit den Sachen, die du mir eingepackt hast. Also da gehe ich eigentlich von aus, weil ich kann eigentlich immer so gut wie alles gebrauchen. Also mittlerweile ist mein Bastelbereich sehr groß geworden und ja, da kann ich wirklich fast alles gebrauchen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon sehr aufs Auspacken. Ist jetzt sehr gut eingepackt. So, wie ich das hier sehe. Da haben wir ganz viele kleine Päckchen. Und ich werde das Paket jetzt zur Seite stellen und dann werde ich ein Paket nach dem anderen rausholen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, das alles auszupacken. So, und fangen wir mal mit dem ersten Paket an. Da habe ich mir jetzt mal einfach mal hier so ein rundes Teil rausgesucht. Davon sind, glaube ich, zwei drin. Ich brauche definitiv Schere. Wie gut, dass ich immer eine zu liegen habe. So, das ist eine Dose. Sieht aus wie Glitzer. So, ich habe es von dem Tee befreit und es ist rotes Glitzer. So ein normal grobes Glitzer. Ist auf jeden Fall recht schön. Vor allem diese Dosen, die sind richtig groß. Also es sind nicht diese kleinen normalen, richtig große Dosen. Da werde ich mal gleich das zweite davon auch auspacken, weil das wird auch eine Dose sein. Eine Glitzerdose. Weil das fühlt sich genauso an. Ja, ist auch wieder eine Dose. Nochmal rot. Okay. Da haben wir ja jetzt erstmal. Ah, das ist.
Ne, das ist, glaube ich, gleichkörnig. Ich habe erst gedacht, das ist feiner. Sind auch noch mal so ein rotes Glitzer. Dann nehme ich mal dieses Paket. Ich werde mal das ein bisschen zur Seite tun. Wie ihr hören könnt, das ist definitiv ein Glas. Das ist so ein kleines Gläschen, ich glaube aus Teddy oder so. Teddy oder Kick war das. Das müsste Kick sein. Bin ich immer gespannt, was da drin ist. Ah, mit Knöpfe. Zwar haben wir hier verschiedene Knöpfe drin. Die Gläser sind auch cool. Ich habe letztens auch schon überlegt, im Teddy, ob ich mir sowas mitnehme. Zwar sind hier verschiedenste Knöpfe drin. Hauptsächlich solche hier. In diesen. Ja, in dem Design so. Auch ein dreieckig. Hier sowas. Ich mach die mal gleich hier wieder rein. Die sind auf jeden Fall gar nicht schlecht. Weil so gerade so bunte Knöpfe habe ich auch ganz wenig. Hier ist so ein stoffbezogener Knopf. Dann hier mal so ein großer weißer. Hier ein gelber. Nochmal so ein stoffbezogener, so ein lilaner. Hier ist noch ein roter großer. Hier so ein gelber mal. Hier ist noch so ein grüner und ein beiger. Ein pinker. Irgendwie immer die ganzen kleinen hier noch. Nochmal pink und gelb. Ja, die sind auf jeden Fall sehr schön. Ich wollte sowieso mal überlegen, ob ich mal irgendwann mal was mit Knöpfen machen tue. Weil ich habe mittlerweile doch einiges an Knöpfe angesammelt, aber ich benutze sie nie. Ich weiß, dass man schöne Sachen machen kann mit Knöpfen, aber ja, irgendwie vergesse ich sie jedes Mal, wenn ich am Basteln bin. Dann das nächste Päckchen und das ist merkwürdig weich, aber auch hart in der Mitte. Da bin ich auch sehr gespannt, was da drin ist. Das sieht mir sehr nach Streudeko aus. Und zwar richtig viel. Oh mein Gott. Also hier sind auf jeden Fall so Spinnen. Und weiß habe ich zum Beispiel noch nicht. Ich habe die nur in Schwarz. Fledermäuse und hier die Kürbisse. Die habe ich nämlich auch. Und hier rote Tannenbäume sind hier auf jeden Fall drin, ne? Ganz viele. Hier sind auch ein paar silberne und goldene Tannenbäume noch mit drin. Ich glaube, das war's. Hier weiße Fledermäuse habe ich auch nicht. Ich habe die Fledermäuse und so, das habe ich alles nur in Schwarz. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Hier scheint überall das Gleiche drin zu sein. Hier sind auch Kürbisse in Schwarz. Das finde ich auch sehr cool. Die habe ich nämlich, wie gesagt, nur in Orange. Hier ist das gleiche komplett drin und hier auch. Auch so rote Tannenbäume. Hier auch nochmal. Da habe ich ja Ewigkeiten genug jetzt. Und hier haben wir so ein bisschen ausgestanztes Zeug, wie ich das sehe. Das kleine Kram lasse ich mal drin, denke ich. Muss ich mal sehen. Gucken wir uns so mal an. Und zwar sind hier drinne Blümchen. Ach, Kleeblätter sind das auch. Das ist natürlich sehr cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ein Kleeblatt habe als Stanzer. Ich wollte immer schon einen haben, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich einen habe mittlerweile. Weil ich den irgendwie nie benutze. Aber die sind auf jeden Fall sehr cool. Hier sind so Herzchen im Bund drin und größere Blümchen. Die sind auch sehr cool. Und Schmetterlinge und Sterne. Da ist noch irgendwas Größeres drin. Ne? Ah, das ist noch so ein
kleiner Tag oder sowas. Ich denke, hier hatte ich jetzt alles im Schmetterlinge. Auch in verschiedenen Farben. Hier die pinken Herzen finde ich auch echt cool. Und hier haben wir dann nochmal so ein kleines Mini-Tag. So ein Mini-Mini. Finde ich auch richtig cool. Dann hier so ein Teil. Und das ist so passende Tag dafür noch. Die finde ich eigentlich auch ganz cool, weil die ganz cool sind für Mini-Alben noch. Ich packe die mal gleich wieder rein, sonst habe ich Angst, dass die mir abhanden kommen hier. Richtig viel Streudeko. Dann habe ich hier so ein kleines, ja, Mini-Päckchen und bin gerade echt am Überlegen, was da drin sein könnte. Weil das ist recht schwer. Das ist wirklich sehr schwer eigentlich. Man kann es biegen. Also ich würde jetzt sagen, das ist irgendwie so eine Art Block oder sowas. Aua. Man sollte nie mit der Schere zum Finger. Problem ist, das mache ich immer so. Aber mir passiert nicht häufig was beim Basteln. Da geht es den anderen wirklich anders. Ich habe das Problem eigentlich nicht wirklich, dass ich mich verletzen tue oder so beim Basteln. Na, das ist so gut eingepackt. Ah, das ist ein Radiergummi. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. Mit noch einem Tag drin, so wie ich das sehe. Und zwar haben wir hier erstmal einen richtig coolen, geilen pinken. Pink ist doch meine Lieblingsfarbe. Radiergummi als Taschenrechner. Finde ich auch ganz cool. Ich glaube, ich sollte auch mal anfangen zu sammeln. Und mittlerweile habe ich auch schon ein paar Radiergummis. Ich finde die eigentlich immer ganz cool. Und dann haben wir hier noch einen Tag. Da muss ich mal gerade genau gucken. Ich zeige euch das mal genauer rein in die Kamera. Den hat sie vielleicht vergessen da, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall sehr schön. Dann habe ich hier so ein Päckchen. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein Block. Also ich glaube jetzt nicht, dass das nochmal ein Radiergummi ist. Das ist bestimmt ein Block. Oder es ist doch nochmal ein Radiergummi. Nee, es ist ein Block. Hatte ich doch recht. Und zwar ist das hier so ein kleiner Notizblock, schätze ich mal. Ja. Ach, das ist süß. Sind die zum Abziehen? Oder nee, das sind normale Notizblätter. Finde ich auf jeden Fall super toll. Weil ich kann diese kleinen Notizblätter im Moment sehr gut gebrauchen für meine ganzen Bestellungen. Weil ich im Moment auch immer so kleine Tütchen fertig mache. Und dann mache ich immer so einen kleinen Zettel mit rein als Dankeschön. So. Ja, und ich finde das Motiv natürlich auch total hübsch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt viel erkennen tut. Weil das Motiv ist auch hier drauf, also das, was hier vorne drauf ist. Sieht man nur leider sehr wenig, weil es sind immer dieses Wasserzeichen nur. Das kenne ich ja bei den Blöcken. Ich finde den auf jeden Fall super. Dann merke ich auf jeden Fall einen Schlüsselring. Ist das was Selbstgemachtes? Wenn es selbstgemacht ist, würde ich es beiseite legen. Weil ich glaube, du hast nicht draufgeschrieben, was selbst gemacht ist. Ich guck mal. Ich versuche mal zu gucken. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Material. Oder doch? Nee, ich glaube, das ist so ein Anhänger. Als Buch, genau. Das ist ja mal knuffig. Das ist, glaube ich, ein Radiergummi sogar hier drauf. Dieses kleine Teilchen hier. Oh, das könnte auch Dimo sein. Nee, ich glaube, das ist eher Radiergummi. Das ist eben so ein kleiner Block als Anhänger. Mit hui. Huhu. Oh. Huhu. Ach, dann macht man nur einfach wieder rum. Okay. Ah, und hier sind leere Blätter drin, ne? Okay. Finde ich auch ganz interessant.
Mache ich mal gleich wieder rum. So, sonst geht er nämlich abhanden. Sehr schön, danke schön. Also dieses Päckchen, da bin ich mir jetzt echt sehr unsicher. Ich glaube, das könnte selbstgemacht sein. Aber das ist, davon gehe ich ja schon bei jedem Päckchen aus im Moment. Weil es ist, glaube ich, wirklich nirgendwo was draufgeschrieben. Nee. Das sind Zettelchen, so wie ich das sehe. In so einem Teilchen. Wollte ich mir schon immer selber machen. Habe ich mir leider noch nicht gemacht. Und zwar sind hier ganz viele weiße Zettel drin. Finde ich auch cool, weil man kann immer weiße Zettel gebrauchen. Ich brauche ständig Zettel. Kommt auf jeden Fall sehr gut. Dankeschön. Dann haben wir hier, das schätze ich mal, ist ein Papierblock. Bin mir aber überhaupt nicht sicher. Also. Nee, das ist, glaube ich, ein Notizbuch. Das ist ein Notizbuch mit linierten Seiten. Okay. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Dankeschön. So. Dann habe ich hier so ein Päckchen. Das ist wieder eine sehr gute Frage, was das sein könnte. Ich weiß es partout nicht. Noch ein Radiergummi. Ja, das dürfte ein Radiergummi sein. Bin mir jetzt gerade sehr unsicher. Ja, das ist auch so ein Radiergummi wie dieser hier. Aus dem Smartphone. Ja, noch ein Radiergummi. Ja. Dann habe ich hier dieses Paket. Da weiß ich auch überhaupt nicht. Das ist relativ weich. Das sieht jetzt nach Washi auf jeden Fall aus. Ein Sticker. Das hat sich hier in so ein Dings gemacht, in so eine Klarsichthülle. So Washi zugemacht. Haben wir hier erstmal Washi Samples, so wie ich das sehe. Das war immer mit so einem gelben. Dann hier so ein mit Wimpeln. Das hier mit Eulen, das ist natürlich richtig genial. Und das hier. Und ich habe alle vier nicht. Dann haben wir hier nochmal einen. Ah, mit diesem, das finde ich richtig cool. Mit dem sie das auch verschlossen hatte, hier mit diesem Pilztape. Das habe ich auch nicht. Das ist auch richtig cool. Das ist auch richtig toll. Habe ich auch alles nicht. Komplett. Die 5 Sterne Geschenke-Sterne. 5 Sterne Geschenke irgendwie. Das finde ich auch cool. Gerade so mit Sprüchen drauf finde ich das echt immer mega. Dann haben wir hier Sticker. Verschiedenste Sticker hat sie mir hier raufgeklebt. Und zwar einmal so eine
Türe mit so Glitzersteinchen und hier so ein paar Bärchen. Hier so ein Peace-Zeichen, Marienkäferbärchen. Ihr seht das ja eigentlich alles ganz gut. Das ist zum Beispiel ein Filz. Den hier habe ich auch, also die mit den Wackelaugen, die finde ich mega cool. Ja, hier sind noch ein paar Smileys. Ist auf jeden Fall sehr schön. Dankeschön dafür. Hier haben wir ein paar Nailart-Sticker, glaube ich. Die sind ja wohl mal richtig süß. Oh, Göttchen, schaut mal, das sind kleine Schäfchen. Die gefallen mir richtig gut. Weil sowas habe ich auch noch nie irgendwo gesehen, so einen ganz kleinen. Die finde ich auf jeden Fall top. Dankeschön dafür. So, dann haben wir hier noch Sticker, ja, in Silber und Gold, in Herzform. Die finde ich auch mal cool, weil die sind relativ schlicht, aber die sind schön für irgendwie was zum, ja, für Mini-Alben zum Beispiel einfach mal zum Reinkleben oder so, finde ich das echt ganz cool. Und da muss es nicht immer total bunt sein. Jedenfalls mag ich das nicht so bunt. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Paket. Da haben wir so ein großes, so ein A4-Paket nochmal. Und ich schätze mal, dass da Papier drin sein wird. Hattest du jetzt das Selbstgemachte dann vergessen, oder? Das wüsste ich eigentlich schon ganz gerne. Ich glaube, das muss ich dich nachher mal fragen. Weil ich habe jetzt nichts Selbstgemachtes gefunden, oder? Ich bin blind. Ist aber auch nicht weiter tragisch. So. Na komm. So, oh, oh, oh. Oh, kleiner Papiermix zum Stöbern. Das ist natürlich richtig toll. Also Papiermix ist natürlich top. Und das hier kennen wir doch schon. Ich hatte den Preis überklebt, schätze ich mal. Hier, das ist das Papier vom Teddy, schätze ich mal. Ich mache das mal auf und zeige euch das, auch wenn die meisten das bestimmt schon kennen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob alle dabei sind, deswegen mache ich es mal auf. Und zwar haben wir hier einmal diesen Wald. Finde ich auch mega cool. Und das hier, das finde ich richtig schön. Das ist zum Beispiel für ein Album oder so mal richtig toll. Ich finde es immer schade, dass immer nur einmal drin ist. Und dann das hier mit den Pferdchen. Das hier mit dem Füchschen. Ich finde der Füchschen mittlerweile echt süß, ne? Aber so mit dem Indianer zusammen, das finde ich irgendwie ein bisschen, naja. Ich finde die Füchse eher niedlich, wenn die wirklich auch süß getrimmt sind. Und einmal Giraffen. Also es ist, ich glaube, da sind 10 sonst drin und ich glaube jedes zweimal. Und das sind jetzt 5, also hat sie mir Hälfte abgegeben von ihrem, schätze ich mal. Dankeschön dafür. Finde ich supi. Ich packe das jetzt mal weiter oben hin. Und hier haben wir, wie gesagt, das noch. Das mache ich jetzt mit euch auf. Ist gar nicht so einfach, das rauszukriegen wegen dem Klebestreifen oben. Ich habe jetzt mal ein Teil rausgeholt. Ich packe das immer gleich wieder weg. Und zwar haben wir hier einmal in, ich schätze mal 20x20 Papier. In ja, Gold und Silber. Das sind Faltpapier, schätze ich mal. Die mag ich auch am liebsten. Ich benutze einfach diese Faltpapiere oder so. Also diese 15x15 Papiere. Die benutze ich am allerliebsten. Dann habe ich hier einmal so ein A4. Ach, das ist auch immer doppelt. Finde ich auch mega cool. Das ist einmal so. Das hier ist auch sehr interessant. Das könnte man aus sehr schönen Streifen schneiden. Könnte, muss man natürlich nicht. Das kann man auch so nutzen. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Mal gucken, was hinten ist. Ich habe gerade zwei in der Hand, merke ich. Und zwar haben wir hier das Rosa. Finde ich auch schön, aber ich finde diese Seite auf jeden Fall schöner. Gebrauchsfähiger, sagen wir es mal so. Hier haben wir so Tags, die man ausschneiden kann. Das ist alles so in diesem Back-Ding. Hier wieder mit dem Rosa hinten. Hier auch so eine Text zum Ausschneiden. Diese sind diesmal stabiler, so wie ich das merke. Das ist richtig Pappe. Passt natürlich alles sehr gut dazu.
auch mit diesem Rosa. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier Papier so in Schwarz. Schwarz kommt immer gut. Zweimal. Und Schwarz nutze ich sehr viel. Und einmal in diesem, ja, bald braunen Ton eher. Ich wollte erst sagen so Kamin, aber nee, der Kamin ist es nicht mehr. Das ist eher so braun. Dann haben wir hier einmal so ein Deutschland-Papier. Auch zweimal sogar, wenn ich das sehe. Hinten ist es so. Das finde ich auch ganz cool. Ja, das zweimal, wie gesagt. Kommt ja auch wieder ganz gut jetzt, weil die Saison beginnt ja wieder. Und mal gucken, was wir hier noch drin haben. Da sind noch ganz viele kleine Papiersorten Sachen drin. So, Hülle ist mal alle. Und zwar habe ich hier noch mehr von diesen Faltpapieren in dem Gold und Silber. Und das finde ich ja mal mega cool. Weil wenn ich so viele habe, kann man natürlich daraus auch mal ein wunderschönes Mini-Album machen. Das wird wahrscheinlich auch da rauskommen. Vielleicht sogar in der Größe. Mal gucken. Dann habe ich hier verschiedene 15x15 Papiere. Und das ist natürlich mega. Weil wie gesagt, die mag ich am liebsten. Dieses zum Beispiel habe ich. Das ist, glaube ich, von einem Teddy-Block. Bin mir jetzt aber ganz unsicher. Das glaube ich auch. Das auch. Das habe ich auf jeden Fall. Dieses habe ich, glaube ich, auch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das habe ich auf jeden Fall. Das ist auch wunderschön. Ich mag diese einfachen. Das ist auf jeden Fall auch von einem Teddy-Block. Und das hier auch. Ja, und das auch. Das ist, glaube ich, alles von dem gleichen Block. Dann haben wir hier von dem Teddy, von diesem Tiermusterpapier. Also da habe ich auch einen Block von. Ich weiß nur noch nicht, wofür ich diese Papiere verwenden kann. Von daher habe ich den noch ungebraucht. Das ist eben einmal ein Tiger und einmal Zebra. Denn das war, glaube ich, V. Nee, V ist es nicht. Das ist, ja, komme ich gerade nicht drauf. Das ist, glaube ich, Giraffe. Das ist so Marine. Marine sage ich schon. Na, so. Ich komme nicht drauf. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist Leopard. Das weiß ich. Leopard ist so mein Liebstes mit Zebra. Und das hier ist V. Benny. Schneicht ihr schon wieder vor sich hin? Das ist... Gute Frage, weiß ich nicht. Komm gerade nicht drauf, was das für ein Muster ist vom Tier her. Dann haben wir dieses. Und das mag ich auch so gerne. Das sind so Papiere, die habe ich jetzt alle in meinem Mini-Album verwendet. Dieses Mini-Album kommt auch die Tage hoch. Also ich denke mal, morgen oder übermorgen wird es hochkommen. Also ich bin fast fertig. Und da ist ja ein Beitrag für ein Gewinnspiel ist, muss ich mich echt beeilen, weil das Gewinnspiel endet am 1., so wie ich weiß. Wir haben heute den 29. Ja, ich habe noch ein paar Tage, aber ich bin, wie gesagt, bald fertig. Das habe ich auch. Das sind alles Papiere, die ich da drin verwendet habe, weil ich den Block so schön finde. Und das ist mein absolutes Lieblingspapier. Ich habe diesen Block bestimmt, ja, 4 oder 5 Mal gekauft, weil ich einfach dieses Papier so schön finde. Das ist so mein absolutes Lieblingspapier und die anderen natürlich auch. Die gefallen mir alle sehr gut, weil es auch sehr gut harmonieren tut und so. Und ich total auf dieses Vintage stehe. Und ja, also ich liebe es. Dieses, das ist auch wunderschön. Das habe ich auch verwendet. Und dieses. Dankeschön für die 15x15 Papiere und natürlich auch überhaupt alles andere, ne? Ein paar Sachen haben wir ja noch. Hier ist nochmal so ein Stückchen, so ein kleines Papier. Dann haben wir hier nochmal einen Tag. Den packe ich mir mal hier vorne zu. Dann haben wir hier ein bisschen größeres Papier. Das ist von diesen größeren Blöcken, glaube ich. Ja. Jetzt einmal dieses. Dann dieses Rosenmuster. Das ist auch sehr schön. Das hier gefällt mir auch wieder sehr gut. Rosa. Rosa ist immer geil. Ich liebe rosa-weiß so. Das ist wieder eher so ein bisschen auf alt. Also so für Vintage-Alben oder sonstiges.
passt jetzt mit diesem auch sehr gut zusammen. Das ist wieder eines von meinen Lieblingspapieren mit. Und dann haben wir dieses nochmal. Dann haben wir hier ein bisschen Wellpappe. So gelb. Und auch nochmal ein Rot. Dann haben wir hier, das ist, glaube ich, eine Schleife, so wie ich das hier sehe. Daraus macht man eine Schleife. Aha. Okay. Und dann haben wir hier zwei Stücke in so einem, ja, violett-braun bald, also, und blau auf jeden Fall. Und hier haben wir noch zwei Papiere. Einmal in diesem, ja, bald Wolkenmuster. So grau-weiß, so. Und einmal nochmal hier in schwarz. Ja, das war's eigentlich. Also wie gesagt, selbstgemachtes ist wohl nicht bei. Das Paket ist alle. Ja. Ja, und es sind auf jeden Fall ein paar schöne Sachen dabei. Aber viele Sachen auch, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Weil wir ja eigentlich eher so Bastelmaterial abgemacht haben und das sind alles so eher Notizsachen sind. Viel. Und ja, ich finde das jetzt aber nicht schlimm. Also ich freue mich auf jeden Fall hauptsächlich über die Papiere und das andere kann ich natürlich auch gut verwenden. Ich werde dein Paket auf jeden Fall die Woche noch losschicken, denke ich. Ja, habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir zu tauschen. Und freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Video mit euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, könnt ihr mir natürlich auch einen Daumen runter geben. Ja, ich mache einfach Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.